Es geht schon wieder um Julien. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock mehr darauf. Ich habe schon mehrere Videos dazu geguckt. Aber Kollege Murwin hat sich dazu geäußert. Marvin Refugee mit dem Video Julien Boss zerberstet Hater nach fieser Kritik, Kreuz. Wird er aus Imp den zweiten Jay Jiggy machen? Der wird mich in sein Turnier lassen, mich zwingen, eine Glatze zu tragen und Rap-Battles zu machen gegen Menschen in einem Schwammkostüm oder mit einer Entenmaske. Das wird mein Schicksal sein. Und er sagt dann jeden neuen Track, dass ich ein Hurensohn bin und dass der meine Freundin bumst oder irgendwie so etwas Dummes. Aber mal gucken, weil Marvin hat mein Video geguckt und redet rein und der findet Julien ja ziemlich gut, glaube ich. Das ist einer der wenigen Leute, die mir so untergekommen sind, die tatsächlich Fans von Julien Boss sind. Aber mal gucken, bin gespannt. Ich habe übrigens die Reaction von Gio schon geguckt. Der findet Julien, glaube ich, auch ganz gut. Und hat auch immer gesagt, ja, ich verstehe schon, dass Imp abgefuckt ist und Striken ist nicht so der coole Move, macht man eigentlich nicht. Aber auch nicht so viele alte Kamellen. Ich habe die alten Kamellen so ein bisschen auch mit Gründen da reingenommen, aber ich glaube, ich habe mich teilweise ein bisschen unklar ausgedrückt. Vielleicht kann ich das ja hier richtig stellen, dass man das dann versteht, wie ich es gemeint habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt wieder Beef. Ich muss dann, glaube ich, hier hin, ne? Wenn ich von Beef rede, kann ein Mann nicht weit sein, und zwar Julien Boss, meine Freunde. Dieser Mann dreht die Szene, ich dachte, er meint mich, momentan um, und zwar auf links, und hat dadurch natürlich auch... Ja, gut, ne? Also auf links drehen ist mein Job. Beef an mehreren Fronten direkt. Marvin, warum hat dieses Video über Böhmermann eigentlich keinen roten Balken unten? Ich glaube, das sollte noch geändert werden. Natürlich nicht nur sein Nummer 1 Widersacher. Danke sehr. Merkt ihr die 23, merke ich mir. Review G wegen Refugee, weil Flüchtling und so. Ich glaube schon, ja, das ist ein Wortwitz. Jay Jiggy ist hier. Alter, der hat mich nicht abonniert mit dem Kanal, da ist kein Subscribe gedrückt. Marvin, was? Ist schon ein Jahr um, das ging aber schnell. Ja, danke, Rundquader. Tier 2 sogar. Danke, danke. Ah, der hat aber mehrere Accounts, ne? Der hat mich, glaube ich, mit einem anderen Account abonniert. Aber er ist jetzt hier mit dem Marvin Review G Dingens eingeloggt. Was hat er denn hier für USA? 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 Rockstream, YouTube Projects, geile Tabs hat der. Hier gemeint, sondern auch Leute wie KuchenTV, der junge Mann, der den Julians Blog Eisberg gemacht hat, mit dreistester Hetze auf 3 Stunden Länge. Und jetzt gibt's noch einen neuen Player drin. Dreisteste Hetze ist das? Warum? Weil der gesagt hat, dass Julian scheiße ist, oder was? Das ist dann Hetze? Also ich finde ja, man muss Julien nicht alles aufs Brot schmieren, was er vor 15 Jahren mal gemacht hat, ne? Im Sinne von, du hast aber. Aber wenn ein Mann ein Kerbholz hat, was quasi schon ganz runtergefeilt ist, ja, der hat eigentlich ein riesenlanges Vorstrafenregister, um es in der Sprache zu sagen, wenn der jetzt so daherkommt und sagt, die anderen reden gemein über mich, das mag ich aber nicht, das wirkt halt ein bisschen albern, wenn man denkt, Dein kompletter Kanal ist darauf aufgebaut, dass du andere Leute shit-talkst. Du bist wirklich der Letzte, der rumheulen kann, dass jemand dich mal ein bisschen härter kritisiert hat. Ich meine, der macht das ja bis heute. Seine Raps sind ja auch jedes Mal irgendwie Name-Dropping und Leute beleidigen. Da musst du dich nicht wundern, wenn dich auch mal wer blöd findet. Ne? Und immer alle analysieren wollen und sagen, hier ist der Text von dem, das ist aber blöde. Ja, dann heul nicht rum, wenn das einer bei dir macht. Das ist halt wirklich lächerlich. Ne? Entweder drüber stehen und auch mal so bosshaft sein, wie man sich immer geriert. Ja, oder halt nicht die ganze Zeit zu anderen Leuten so sein, wenn man es nicht aushalten kann, dass andere das mit dir auch mal machen. Und zwar Imp, aka Imp der Übermensch, der hat jetzt hier ein Video rausgehauen. Deutsche Kollege, schickt mir einen Strike. Also, dass er jetzt hier Julien Boss den deutschen Kollegen nennt, natürlich ein viel zu später Annäherungsversuch an den Boss. Aber gucken wir mal, ob es noch reicht, um zu cherisieren, ja? Schauen wir mal. Let's go. Was geht ab, ihr minderbemittelten, blöden Männer? Ihr peinlichen Möchtegern-Rapper. Aber guck, findet er lustig, peinlich, ne? Ich bin der absolute Überboss und ein Außenseiter in einer Welt, wo man dich striken will, wenn du der Meinung bist, dass Julien Boss ein schlechter Rapper ist. Oh, ist das unangenehm, mit dieser kleinen Mütze kriegt man direkt Kopfschmerzen. Okay, also man merkt, die Fronten sind verhärtet, meine Freunde, ja? Ist eh nur der Fronten sind verhärtet, weil ich habe mich über die kleine Mütze lustig gemacht. Genau, das ist der absolute Überboss, der überhaupt gar keine Komplexe hat, seine Halbglatze verstecken kann. Die Kinder sollen ja nicht merken, dass man langsam auf die 40 zugeht. Danke sehr, Rollo. Was ist denn mit diesen Hip-Hop-Kaspern?
Lass mal liebe Bad Religion hören. Ja. Bei Punkrocken passen wenigstens die Baseball Caps. Also, jedenfalls, wenn man keine Eier mit Seife oder Zuckerwasser hat. Na, man kann ja in der Mitte durchschneiden und so, und dann mit Snapback kriegt man es dann hinten wieder zusammen, ne? Dann das funktioniert. So normale Alterungsprozesse hat. Man ist ja immer noch cool und hip und jugendlich, ne? Wie ein 20-Jähriger. Der ist so, aber edgy als. Also wie ich. Die anderen 20-Jährigen, der traut sich. Hä, Marvin hat keine Glatze, was? Ich noch was. Wisst ihr noch vor etwas mehr als einem Jahr, als ich 2 Strikes bekam, weil ich mich über einen peinlichen Rapper in seiner Midlife-Crisis lustig gemacht habe? Nun, es ist. Wer war das? Warte mal, was? YouTuber Maxim Noise versucht, mich sperren zu lassen wegen Urheberrecht. Irgendwoher kenne ich die Larve hier. Wer ist denn das nochmal? Das ist auch so ein YouTuber. Die Larve hier. Umstein. Ja, aus dem Jürgens Blog Battle kennst du den vielleicht. Schau in die Augen deiner Mutter. Ne? Maxim Neues, ach du meine Güte, ja, der ist auch sehr unangenehm, ja, schlimme. Weil ich mich über einen peinlichen Rapper in seiner Midlife-Crisis lustig gemacht habe. Nun, es ist wieder passiert. Der absolute Überboss, der Überbosse, der in der Form seines Lebens und wirklich überhaupt nicht peinlich ist, sah sein Urheberrecht durch mich verletzt. Aber was ist überhaupt passiert? Dieser professionelle Rap-Analyst und... Ich habe übrigens inzwischen rausgefunden, dieses Spinnennetz hier, weil es hat irgendwer in die Kommentare geschrieben, das Spinnennetz ist auch in bestimmten Subkulturen wohl verbreitet, so auf dem Ellenbogen. Ich habe das dann gegoogelt, weil ich es nicht wusste. Und hab gelesen, dieses Spinnennetz-Tattoo ist wohl ursprünglich ein Knast-Tattoo gewesen, weil man symbolisieren wollte, dass man sich im Knast quasi so fühlt, als wäre man ins Netz gegangen. Ja? Als wäre man eine Fliege, die in diesem Netz klebt und nur darauf wartet, dass die Spinne ein Essen kommt. Oder dass man halt im Knast so lange sitzt, bis man Spinnenweben an sich dran hat, weil man dafür immer drin sitzen muss. Ich glaube, Julians Block war noch nicht im Knast. Der hat nur mal Bewährung bekommen. Aber der ist, soweit ich weiß, dann nicht eingewandert, sondern man hat nur gedroht damit. Ich mache ihn mal ein bisschen schneller, weil reden Mario, normal langsam. Na, ich habe ja auch einen relativ großen Kopf, muss ich sagen. Ja, ich auch, ja. Deswegen war es so unangenehm. Ist, ja, und so weise und so gebildet und so smart und so intelligent und so charismatisch wie ich, habe natürlich einen großen Kopf, weil da muss viel einpassen, ja. Und deswegen habe ich natürlich auch geschaut, ja, als ich mir meine Make America Great Cap geholt habe, dass das halt die dementsprechende Größe ist. Ja, ich habe mir auch eine geholt aus China für 1 Euro. Die Originalen kommen bestimmt auch aus China, aber kosten im Trump-Shop halt deutlich mehr. Zähler bringt inzwischen seit über einer Dekade hin und wieder mal selbst Musik raus, inzwischen wöchentlich. Und ich als Hip-Hop-Konnoisseur und selbstverständlich auch Rap-Analyst dachte, da werfe ich doch mal einen Blick rein und gebe meinen Senf dazu ab, was ich so davon halte. Also so wie Jiggy, Gio, Marvin, Fortune und Co. das auch gerne machen. Ja, aber wir sind keine Hater. Ja? Wir erkennen die Raffinesse des Bosses. Ja, das ist halt wichtig, ne? Reactions bitte nur, wenn man nach jeder Line sagt, boah, cool, Hammer Julian, übelst geil gemacht. Ja, das ist, im Rap ist auch nicht so gerne gesehen, wenn man den anderen disst. Ja? Wenn man so ein, wenn einer einen Rap vorträgt und der andere sagt, wack. Das ist nicht gerne gesehen, das macht man nicht. Sondern man muss immer klatschen, ne? Julian sitzt da und sagt, ich bin kein Inder, ich komme aber Hindu. Dann muss man sagen, oh, wow, Raffinesse, das ist ja ein Wortspiel. Hin, Lücke, Du. Und Hindu ist ja so eine Religion. Und Erklärung? In seinen lyrischen Meisterwerken. Wahrscheinlich im Gegensatz zu dir. Denn wie heißt es so schön? Hater kriegen Strikes, Imp. Das hieß es aber erst, nachdem ich das gemacht habe. Ja? Das haben mehrere Leute falsch verstanden, haben gesagt, hättest du ja lesen können vorher. Aber als ich das gemacht habe, stand das da noch nicht. Das stand danach da. Ich weiß nicht, ob ich der Auslöser dafür war, aber ich habe, glaube ich, meinen Strike sogar vor dem Eisberg bekommen. Aber ich habe halt nicht so schnell ein Video gemacht wie der. Aber der ist jetzt ungefähr einen Monat alt, der Strike. Also der ist von Mitte Oktober irgendwann. Da stand das noch nicht in der Beschreibung. Ja, das hättest du wissen müssen. Nur im Gegensatz zu den woher? Eben genannten. Woher hätte ich das wissen müssen? Stand da ja nicht. Guck da. Verwarnung vom 21. Oktober. Hier ist es eingeblendet. Ich habe den Screenshot gemacht, als das neu war, aber ja. Keiner feiert gescheiterte Rapper. Die haben dann die Nüsse klauen. Ja, die wollen halt von dem ein bisschen Push wieder zurückbekommen wahrscheinlich, ne? Oder die Community sagt, boah, er ist so cool. Und dann sagst du, ja, okay, Community. Ja, ich finde auch richtig cool. Ja, ist, fast so geil wie der Typ in dem Schwammkostüm. Richtig geil. Ein Video von Julian mit einem Strike bekämpft. Fragt man sich warum. Ja, kurz mal gucken hier. Julian spielt wieder Kollega. Das ist ja schon an Respektlosigkeit nicht zu überbieten, dieser Typ. Ja. Sind wir mal ganz ehrlich? Respektlos und lebensmüde, muss man sagen, ja?
geimpft. Ich frage mich, wo der Unterschied zwischen uns lag. Wirklich, keine Ahnung. Vermutlich aus dem gleichen Grund, aus dem Lilly Schote die einzige war, die auf Jan Böhmermanns Video über Shoyoka reagieren und das hochladen durfte. Übrigens, Fun Fact, ne? Julians Blog, Jan Böhmermann, beide Initialen JB, beide mögen Kritik nicht so gerne, beide sind Polizistensohn. Es gibt immer mehr Parallelen. Wer ist denn das hier? Lilly Schote. Was hat sie denn hier für einen Anfall? Oh, KuchenTV wird diese Folge gehasst haben. Jan Böhmermann, so lustig. Alright. Ich frage lieber nicht, ja. Ich frage lieber nicht. Wir machen einfach weiter Chat, ja? Jan Böhmermann, so lustig. Jan Böhmermann, Julians Blog, JB, gibt bestimmt noch mehr Parallelen. Wer hätte gedacht, dass der kontroverse Überking, der gerne alle Grenzen übertritt, Witze übers Frauenschlagen, behinderte Kriegsverbrechen und so weiter macht und sich wie Deutschraps Dieter Bohlen verhält, der alle anderen dafür abwertet, dass sie zu wenig Silben in ihrem Rap hatten oder in irgendeiner Weise peinlich aufgetreten sind, direkt eingeschnappt ist, wenn jemand sein neues Machwerk für Müll hält. Wobei das nicht ganz richtig ist. Nachdem ich längere Zeit nicht mal wusste, ob der absolute Burger King überhaupt noch am Leben ist, habe ich schon guck, mal... da lacht er über die Punchline. Eins seiner der absolute Burger King ist aber nice. Großartigen neuen Werke in einem meiner Streams begutachtet. Ich bin nämlich auch Battle-Rapper, ja? Die Punchlines fliegen. Oh, das ist aber wirklich auch einer seiner größten Hits hier. Ultima Ratio fand ich unfassbar, ja? Genial. Ich fand auch unfassbar scheiße, fand ich den. Die Hook fand ich sehr durchdacht. Da kommt das... Der trollt doch, das ist doch Ironie. Das war das Lied, in dem er diese geschmackvolle Hook hatte, wo er einfach achtmal das Wort singt. Cool. Also bitte, da steht ein pausbäckiger Mann, Ende 30, singt das Wort, tanzt dabei so, als wäre es ihm selbst peinlich. Hey, lass mal den Trump-Dance in Ruhe, ja? Das ist der MAGA-Dance. Let's go. Ich soll da nicht drüber lachen, okay. Oder was? Guckt mal, Kinder, ich habe in der Hook ganz oft das böse Wort gesagt. Dann kommt die... Ich kenne ja noch irgendeinen so einen komischen Streamer, ja, der irgendwie auch ab und zu mal streamt, hat auch so einen komischen Hut hier auf. Nur Idioten. Hä, echt? Wer? Unterwegs, ja? Verlachen oder was? Guck mal, Kinder, ich hab in der Hook ganz oft das böse Wort gesagt. Dann kommt die Hook nochmal und ich mach das schon wieder. Guck mal, Mama, da ist mein Idol Julian. Und bring ich euch bei, wie man vernünftig Frauen schlägt. Der sagt ganz böse Wörter. Guck da nicht so hin, kleiner Jimmy, der Mann kann nichts dafür. In diesem Video werde ich übrigens nur Julians Lyrics vorlesen und guck mal, wir finden es die ganze Zeit gut, der lacht die ganze Zeit. Der hat voll die gute Zeit gerade, das ganze Zeit am Kichern, ne? Und es ist so, Julian zerberstet Hater nach fieser Kritik und so, ne? So... voll parteiisch auf Julians Seite und jetzt lacht er die ganze Zeit über mich. Finde ich die ganze Zeit gut, oder was? Die Videos einblenden, nicht weil ich sein Urheberrecht wahre oder so, sondern weil er wirklich danach sucht, wie er irgendwelchen Leuten Stress machen kann. Er hat sogar ein 3-stündiges Eisberg-Video sperren lassen, weil 10 Sekunden von seinem großartigen Rap dort gezeigt wurden. Das ist ja, als Vorwand, ne? Der hat halt das Erste genommen, was er nehmen kann. Natürlich ist das nicht der Grund. Natürlich ist jetzt nicht wie, oh nein, hier sind 10 Sekunden von meinem Rap gezeigt worden, sondern... okay, ich habe hier eine Gelegenheit, wie ich diesem Typen Ärger machen kann, der so gemein zu mir war. Und dann macht er das halt. Also. Rechte Hetze von Imp hier natürlich, das hat nichts mit diesen 10 Sekunden zu tun, sondern diese 10 Sekunden waren nur Fundament für den Strike, um den Strike rauszuholen. Ja, war halt, ne? Aber das ist ja dann, wenn das Fundament für den Strike ist und das damit nichts zu tun hat, dann ist das ja ein Missbrauch der Meldefunktion. Das darf man ja eigentlich nicht. Ne? Ich kann ja auch nicht zu jemandem, den ich aus irgendeinem Grund nicht mag, aus irgendeinem anderen Grund die Polizei schicken oder so, ne, irgendwas an den Haaren herbeigezogen und sagen, ja, eigentlich ist mir egal, was der macht, aber ne, ich wollte dem halt Ärger machen. Wenn ich das zugebe, dann ist das Missbrauch von Notruf und das ist ein übertriebenes Beispiel, aber in dem Fall, Julian hat das ja für etwas gemeldet, wo sich ja alle einig sind, dass das nicht der Grund ist. Ne, also eigentlich macht man das nicht. Eigentlich ist die Meldefunktion dafür da, dass du das meldest, was dich daran stört. Ja, und wenn du sagst, ja, aber Urheberrecht, ich habe hier in den 3 Stunden, habe ich 10 Sekunden meinen Rap, ja, dann ist das Missbrauch von dieser Funktion. Darf man eigentlich nicht. Aussauen muss man natürlich irgendwie eine Art Copyright geschütztes, ja, Material angeben als Timestamp. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass der Grund für den Strike eher war, dass dieses Video, das Eisberg-Video, Julian unter anderem unterstellt hat, kritisiert hat, mit fadenscheinigen Argumenten, dass er minderjährige Mädels groomt, die irgendwie Fangirls von ihm sind. So etwas würde ich auch ungern über mich im Internet stehen haben, wenn es halt nicht der Wahrheit entspricht. Okay, der Mann ist bekannt. Ja gut, so weit war ich noch nicht. Dieser scheiß Eisberg geht 3 Stunden. Ich habe das noch nicht so weit geguckt, aber anscheinend war Grooming-Vorwürfe drin. Okay, ja, muss ich vielleicht noch gucken, das Video. Aber was wäre denn, wenn es stimmt? Also was wäre dann denn? Darf man das dann sagen oder dann nicht? Also ich weiß halt nicht, ob es stimmt. Ne? Ich bin in der Thematik nicht drin. Ich weiß nicht, ob Julian groomt oder ob er nicht groomt. Ich will es ihm jetzt nicht unterstellen, ne? Weil wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber was wäre denn, wenn? Also, keine Ahnung. Es gab doch so Videos, wo er das gesagt hat. Und dann sagte er, ja, war nicht ernst gemeint, war nur Spaß.
Ich habe das damals zum Teil mitbekommen, dass das da so irgendwie, er hat, glaube ich, irgendeine Minderjährige hat irgendein Video an ihn gerichtet. Ich glaube, er hatte damals so Zuschauervideos, ne? Und dann hat er gesagt, ist die nicht süß? Sobald die 18 ist, bumse ich die. Die wird mir ein Geschenk machen, was eine Frau einem Mann nur einmal machen kann. Das hat er ja so gesagt. Kann man sagen, ja, das war nur Spaß, ne? Der hat ja nur einen Witz gemacht. Aber an sich, also dass dann Leute so als, dass das dann Leute so verstehen, ist ja jetzt nicht so weit hergeholt, ne? Also es war wahrscheinlich, so wie ich Julian kenne, war das halt so ein dummes Rumgeprolle, ne, was er halt gerne macht. Aber ja, also man kann es halt so und so auslegen, ne? Ist, wie gesagt, ist auch ewig lange her. Aber bei KuchenTV war das ja so ähnlich. Der hat ja auch irgendwie Pedo-Witze gemacht und dann haben Eltern gesagt, dieser Junge da betreut mein Kind im Kindergarten, das möchte ich nicht. Ja, natürlich. Ich glaube auch, dass er das als Witz gemacht hat, aber es ist halt schon dumm. Also du gibst halt Leuten schon wirklich dann ein Indiz, dass sie das denken können. Geworden damit, dass er alle möglichen Rapper zerrissen hat und gesagt hat, ja, da sind nicht genug Reimsilben und das ist aber peinlich und er hat auch immer deren Musik eingeblendet. Aber jetzt, wenn man es mit ihm macht, dann direkt eingeschnappt und sagen, na. Ja, manchmal nicht. Manchmal hat er das nachgerappt, weil er gesagt hat, Urheberrecht, ich darf nicht. Bei Bushido hat er gesagt, Bushido ist eine Fotze, die mir dann seine Anwälte auf den Hals hetzt. Ja, der würde versuchen, mich striken zu lassen, der Wichser. Deswegen rappe ich das jetzt nach. Ne, je nach Rapper. Bei manchen hat das eingeblendet, bei manchen hat er gesagt, nee, der ist scheiße, der strikt ein. Ja, interessant. Ich habe in meinem Video ganz vergessen zu erwähnen, dass der Diss-Track an Haftbefehl damals, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der bezog sich eigentlich nur darauf, dass Haftbefehl Ausländer ist. Nur irgendwie mit irgendwelchen Kamelen da gesessen und Ramela, Ramela, guck mal, Shisha-Bar, die Frau hat einen Schleier im Gesicht. So einmal nur, haha, guck mal, der Araber. Aber bei mir nicht. Mein Rap ist wirklich gut. Ist aber passend, dass ausgerechnet er seine Zuschauer dazu auf. Boah, dieser Typ ist so maximal unangenehm, keine Ahnung von nix, aber dann nimmt sich dieser lächerliche Clown ernsthaft raus, auf andere herabzuschauen. Für mich einfach widerlicher menschlicher Abschaum. Ja, ist das auf Julian bezogen oder auf mich? Es ist für mich nicht ganz ersichtlich, wen du meinst. Julian ja. Boss, Imp oder mich? Dann musst du schon, spezifischer werden, ja? Ich! Mein Rap ist wirklich gut. Ist aber passend, dass ausgerechnet er seine Zuschauer dazu aufruft, die FDP zu wählen. Mehr Freiheit und... Alle drei, okay. Liberalismus für mich. Das Urheberrecht aller anderen ist ja auch egal. An denen kann man ruhig hoch und sagen, nee, ist Zitatrecht oder Satire oder sowas. Deswegen sollte ich natürlich dieses Recht haben. Wehe, eins meiner Werke taucht bei euch auf und wird schlecht geredet. Direkt Strike. Aber gehen wir rein, was stammt denn aus der Schreibfeder des absoluten Überbosses mit 12 Jahren Rap-Erfahrung? Ich habe mir gar nicht so viele Tracks von Julian angehört. Ich höre in der Regel lieber gute Musik. Julian Abi darf ja so. Also ich finde, Imp muss er langsam auch mal mit in die Diss-Tracks mit aufnehmen. Ja? Das kann geht ja nicht so klar. Gottes Willen. Wir unterlegen dich auch für der Timon. Was geht ab? Sure. Gib dir die Artists und Vlogs einfach geil. Ja? Ich habe schon gesehen, der hat Ami-Content, ne? Geh mal rein auf jeden Fall. Er kann ruhig mich in einem Diss-Track erwähnen von mir aus. Der Pipeline, also wirklich. Aber was hat er denn in den Tracks so gesungen, die ich in meinem Stream geguckt habe? Bin ich in seinem Girl drin, fühlt sie sich like a virgin. Wow, cool. Bewirbt sich da jemand für Boss Explosive oder was? Ja, das ist aber auch eine unvollständige Line, lieber Imp, ja? Also die Imp jetzt die Line jetzt hier herausgelöst von Imp, klingt erstmal blöd, ne? Aber wir wissen, dass davor... Ja, aber wir wissen, Julians Cock ist riesig. Und danach noch was kommt und da macht die Line wieder Sinn. Der kontroverse Rap-Mann, mini kleiner Pat-Schwanz. Ich bin der absolute Überboss, nicht spürbarer Hühnerkock. Das Video, in dem diese Line vorkam, ließ Julian allerdings nicht striken, sondern kommentierte es stattdessen mit folgenden Worten. Wow, was ein armseliger, an der Flasche hängender Loser ohne Ahnung. Übrigens da, das hatte ich ja, das kommt gleich, ne, wie ich das ausgekontert habe. Da wurde ich missverstanden. Ich bin mal gespannt, ob Marvin das auch so versteht, wie ich es gemeint habe, oder ob der das auch so versteht wie Gio. So kennen wir den Boss, ja? Unfassbar, ja? Ohne Kondolenz, mit eiserner Konsequenz hier die Hater zur Strecke gebracht, in die Knie gezwungen. Idioten-Smileys. Eine Freundin schenkte mir einige Zeit vorher ein alkoholfreies Oettinger und ich dachte, das ist jetzt der Moment, die Flasche zu öffnen. Julians Blogs... Alkoholfreies Oettinger, also Oettinger ist ja schon ekelhaft. Findest du wirklich, das ist eine Freundin? Irgendwas hat die gegen dich. Rap passt doch irgendwie schon zu alkoholfreiem Oettinger, oder? Aber an der Flasche hängen ist schon wirklich peinlich. Echte Männer wie Julian nehmen richtige Drogen. Die trinken keinen Alkohol, die koksen dann direkt. Hat er ja auch schon in Videos erwähnt, dass er das macht. Julian. Ja, aber da wirklich gekokst hat. Ja, ich kann jetzt auch hier neben den Bildschirm mal kurz gehen und meine Nase hochziehen und dann sagen, hey. Ja, also der hat, ne, der hat im Stream hat er so getan, als ob der kokst, dann hat er darüber geredet, dass er kokst oder das gemacht hat, dann rappt er nie wieder Coca an der Nase, aber vielleicht hat er das ja noch nie gemacht, ne?
Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Ist alles nur Image, würde mich bei ihm auch nicht wundern. Hey, Freunde, ich habe geguckt. Das war halt damals 2000, was weiß ich, 8. Ein edgy, schockierender Joke. Ne? Aber heutzutage, mein Gott, ey. In Boss, nie wieder Coca an der Nase. Stattdessen Chefmusik aus der obersten Etage. Deutschrap. Coca an der Nase, oberste Etage. Oder ist doch aber peinlich. Toll. So oder so beides peinlich, ja, auf jeden Fall. Es gibt von Knossi auch mehrere solche, ne? Das sind so Clips, wie der sich was in die Nase zieht. Aber es ist Wiesenkoks wohl angeblich gewesen. Also es gibt, wusste ich auch nicht, danke Drip Flamingo übrigens, es gibt auf dem Oktoberfest gibt es so Fake-Koks, ne? Das ist irgendwie so Schnupftabak mit Menthol oder so. Ne? Und es ist aber auch ein weißes Pulver. Und das wird vermutlich da verteilt, damit es halt nicht so auffällig ist, wenn auf ganz vielen Tischen so eine weiße Line ist, ne, weil dann alle immer sagen können, nee, ist Wiesenkoks, und wenn dazwischen dann irgendwer echtes Koks hat, dann, ne, kann der sich halt da drin verstecken und sagen, nee, ist auch nur Wiesenkoks, ne. Deswegen, vielleicht ist es dafür da, dass die Polizei das halt nicht alles untersuchen kann, weil viel zu viel von diesem Zeug überall ist. Aber ja, trotzdem halt, weiß nicht, der hat schon 2-3 Mal, hat er, glaube ich, im Stream gibt's Clips von, ne, wie der dann so und dann so Party macht und voll abgeht. Ja, sah weird aus. Bei Julian, keine Ahnung, was er gemacht hat. Aber top. Richtig cool. Starker Reim, ja? Eine Etage, starker Reim. Was trinkt ihr denn da? Sind das etwa die erfrischenden Getränke von meinem... Das ist Tee. ...meinem Partner Holy, meine Freundin. Lieblings... Das unterschwellige... Sowas trinke ich nicht. Deutsch. Zu machen. Irgendwie so einen ganz harten Beigeschmack jetzt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung, ja, woran das liegen könnte. Der steht so im Park, tanzt wie so ein... Also jetzt habe ich eine geile Crash Bandicoot-Tasse und trinke einen Schoko-Chai. Ist köstlich, kann ich nur empfehlen. Ach, ich muss hier nach oben, ne, weil Marvin unten ist. Stock und singt dabei. Bin ich jedem sympathisch? Und schämt sich gar nicht dafür. Hallo? Das übertreibt er ja. Also die zarte, engelsgleiche Gesangsstimme des Bosses hier. Die Voice Cracks des Bosses. So respektlos nachzumachen. Hä, bezahlt er den dafür? Kriegt Marvin irgendwie... Ist Julian auch ein Partner von ihm? Zahlt er dem im Monat einen Taui dafür? Oder was ist jetzt die Idee? Oder hat der Angst, dass der auch einen Strike kriegt? Der hat ja auch Reactions auf Julian auf seinem Kanal. Denkt jetzt so, ah fuck, wenn ich ihm zustimme, dann werden meine Reactions auch noch gestrikt. Machen, finde ich, das ist wieder schon rechter Hetze hier. Ich dachte, Coca hilft dabei, aber vielleicht geht das inzwischen auch so, vielleicht ist noch ein bisschen übrig getrollt. Die erste Reaction habe ich sicherheitshalber auch mal gelöscht. Wir wissen ja, wie es um das Ego des absoluten Überbosses steht, nicht, dass er noch auf blöde Gedanken kommt. Das erste Mal hat er ja anscheinend noch irgendwie verkraftet, aber nicht, wenn man sich zweimal über ihn lustig macht. Diese aktuelle Auskopplung der Hall of Shame ist ja bei ihm ein wöchentliches Format jetzt und ich habe vielleicht das Nachfolge. Das fand übrigens Gio war eine geile Punchline. Er hat gesagt, boah, so eine Punchline einfach so am Rande, einfach so im Nebensatz. Ich fand das gut. Übrigens zu dem Coca und Bier und sowas, ne? Ich wollte jetzt nicht sagen, boah, der hat ja vor 10 Jahren mal gekokst, guck mal hier, der Clip, das ist ja schon ganz alt, ne? Und das wollte ich ja gar nicht. Ich meine nur, wer selber eine Drogenvergangenheit hat. Ja, so jemand, der, also ich glaube, mit Alkohol hat er auch eine. Julian hat angeblich eine Vergangenheit, wo er viel Alkohol getrunken hat, wo er viel gekokst hat. Wie schnell der bei einer Flasche sagt, boah, du bist ja ein Loser, du trinkst ja Alkohol. Das ist ein bisschen weird, wenn du selber so eine krasse Drogenvergangenheit hast. Ne? Das war eher, was ich damit aussagen wollte, dass man dann, wenn man selber mal drogensüchtig war, nicht unbedingt... du Loser trinkst Bier als Beleidigung verwendet, sondern dass man vielleicht sogar, wenn es denn so wäre, Verständnis dafür hat, wenn Leute eine Suchterkrankung haben. Aber Julian so, ne, koksen, saufen, cool, dann aufhören und anderen sagen, ihr trinkt, peinlich, Loser, erbärmlich. Folgewerk eine Woche später auch geguckt und fand's wieder nicht so toll, deswegen er dann da unbedingt striken musste, weil das Urheberrecht, ne, bei dem ersten dann zwar auch und bei den ganzen anderen Reactions auf das Werk, aber nicht, wenn ich das mache, weil aua, was habe ich denn so Schlimmes gesagt? Ich spiele übrigens nur meinen Part ab, also Julian, keine Ahnung. Ich habe die Reaction nicht gesehen, aber er zeigt es anscheinend ein paar Ausschnitte hier, ne? Imp, der Hip-Hop-Experte, der sich hier extra ein Biggie-Shirt angezogen hat, im Sinne von, hey... Es ist von meiner Freundin. Jetzt habe ich hier Punkrock. Geil, aber Biggie mag ich auch. Ich finde Tupac aber ein bisschen, also musikalisch gefällt mir Tupac ein bisschen besser als Biggie, aber ich mag die beide. Guck mal, ich sehe zwar nicht so aus, aber ich habe Ahnung von Hip-Hop. Ja, wir durchschauen deine... Ey, Bro, ich habe die komplette Diskografie von MF Doom durchgehört. Ja, du hier mit deinem
mit deinem hier Kollege abklatscht, Julian Boss oder was da sonst so gehört wird, ne? Kollege und Asche und sowas. Da kenne ich mich halt nicht aus, ne? Oder Farid Bang oder so, von denen kenne ich 2, 3 Tracks vielleicht. Ja, aber ey, ich bin, was MF Doom angeht und Death Grips und so, ne? Top Hip-Hop, mega, richtig geil. Dein perfides Spiel hier. Hier wird gerade auch schon im Chat gesagt, MF Doom kennen aber auch nur die wahren Rap-Heads. Ja, ist echt so, ne? Ich höre mir nicht so eine Scheiße an mit Gesangshook, wo man die ganze Zeit Vergewaltigung sagt oder Trap oder Autotune oder so. Sowas höre ich nicht, ne? Ich höre den einzig wahren Mr. Dumile. Ja. Angst um dein Urheberrecht. Ich cutte das extra so, dass man nur mich sieht. Apropos gar nicht peinlich. Julian Boss hat einen neuen Track gemacht. Alter, jetzt schon rechter Hitze, ja? Da gucken wir doch direkt mal rein. Das hat ja beim letzten Mal schon so viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, er hat eine bisschen größere Mütze jetzt auf dem Kopf. Aber frech, einfach frech, respektlos und purer Hate. Mal gucken. Ja. Ja. Unironisch in dem Track in der ersten Strophe, Transen verleugnen ihre Chromosomen. In der Hook sagt er, es gibt nur 2 Geschlechter und er wird gecancelt, weil er das sagt. 2 Geschlechter, Das ist aber jemand mutig. Und in der zweiten Strophe sagt er dann, du bist gar kein richtiger Mann für mich. Was bin ich denn dann, wenn ich für dich kein richtiger Mann bin? Na, eine Frau anscheinend. Gibt ja anscheinend laut Julian nur Mann oder Frau. Du Frau. Bin ja, dann verleugne ich meine Chromosomen doch, oder? Eine Frau? Also verleugne ich meine Chromosomen oder... Gibt's doch mehr als 2? Which one is it, Julian? Jeder weiß doch, echte Männer sitzen mit Pausbacken und einer zu kleinen Mütze nachts auf einer Treppe und rappen darüber, was sie für richtig geile Typen sind. Wir haben noch Männlichkeit zu Hause. Die Männlichkeit zu Hause. Da ist sie. Sorry, natürlich. Guck, der kann sich das Lachen dann doch nicht verkneifen, ne? Dann immer schön am Lachen und sagen, frech ist der. Aber dann mitlachen, wenn ich frech bin, ne? Nicht lustig, ja? Rechte Hitze. Das ist, was Björn Höcke gesucht hat, als er auf der Bühne gesagt hat, wir müssen die Männlichkeit wiederfinden. Jetzt wird euch ja noch in die AfD-Ecke gedrückt hier, ja? Das ist ja schon... Nee. Ich habe AfD in die Julians-Blog-Ecke gedrückt. Ich habe gesagt, Höcke ist neidisch. Höcke wäre gerne das, was Julian geworden ist. Argumentation des 27-jährigen Hobby-Rappers hier. Da hat er gemeint, er wäre gerne Julians-Blog. Stellt euch mal vor, Björn Höcke zieht sich auch so eine kleine Mütze an und setzt sich auf so eine Kellertreppe und rappt was über die Anzahl. Einfach frech, ja? Der Geschlechter, das wäre wirklich cool. Das ist ja diesmal wieder überhaupt nicht peinlich. Winnie Pooh, Jimmy Blue, Shindys Fuß. Oh. Brachiale Reimkette, ich weiß nicht, was der hat. Oh, ich will nicht mehr. Ich bin kein Inder, doch komm da hin, du. Meine Güte, was... Aber die ist doch geil, ja? Ich bin zwar kein Inder, aber komm da gleich hin, du. Bruder, die... Was ist daran geil? Was? Ich versteh's nicht, warum... Was ist geil daran? Das ist einfach eine dumme Line. Ist doch lustig, ja? Also jetzt, der geht auch zum Lachen in den Keller, ja? Muss man ganz ehrlich sein. Das ist Anwärter auf Line des Jahres. Lachen in Julians Blogstream. Meine Freunde. Ja. Ich bin kein Inder, doch komm da hin, du. Meine Güte, was für eine Line. Ah... Oh. Das wirkt ja gar nicht wie eine Parodie auf Deutschrap. Das wirkt ja echt wie ein cooler Rapper einfach, oder? Wow, viel cooler als... Ja, also mittlerweile kann ich verstehen, dass Julian hier mit den Strikes um sich schmeißt, ja? Weil so viel Rechte ich hätte ich... Ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass Julian schlechte Laune hat, wenn er das sieht, ja. Letztes Mal. Oh. Wenn er danach gelacht hätte in so einem Bad Bars Battle, dann wäre das witzig gewesen. Aber ich glaube, der meint das ernst, oder? Das war ja eine Zerberstung, wie man in Jugendsprache sagt. Das war ja, also war besser als der letzte Track. Immerhin. Ja, weißt du, wenn du so konstruktiven Aussagen auch einfach mal nur droppen würdest und dich nicht auf diese blanke Hetze immer fokussieren würdest. Danke, Flips. Fips Lips Germany. Sarkasmus versus Postironie. Ja, bei Julian weiß ich nicht. Ist es Postironie oder? Sarkasmus versus Postironie. Ist es bei Julian Postironie oder ist das Kokspsychose? Na, bei Marvin ist wahrscheinlich Postironie, ne? Der will auf beiden Feiern tanzen. Der will, dass ich sehe, dass er da gelacht hat. Ich mag den ja auch nach wie vor. Und er will aber, dass Julian sagt, boah, der Marvin hat mich verteidigt. Das ist wahrscheinlich die Idee, ne? Danke sehr. Er trollt offensichtlich. Liest du den Chat nicht? Ja, ich lese, dass ihr das schreibt. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht findet er den ja wirklich gut. Aber vielleicht ist das auch der Geschäftsmann in Marvin. Ne? Der hat da ja auch schön die Sponsorings überall. So. Der hat schon Bock auf Geld vielleicht auch. Und der denkt vielleicht auch, ey, meine Community will Julians Blog-Reactions weitersehen. Die wollen schön, dass Julians Blog da immer wieder bei meinem Stream auftaucht, jede Woche einmal. Und dann sage ich, wow, coole Line, ne? Damit er mich nicht strikt. Aber ich glaube, ich strike Marvin für das Video. Der hat hier meinen Content, das ist ja nicht frech werden, ja. War natürlich nur Spaß, sowas mache ich nicht. Ich habe ja, mein Ego ist nicht so klein, ich brauche das nicht.
dann hätte der Julian-Boss gar kein Problem mit deinen Videos. Wenn du halt in so... Wenn ich halt einfach immer sagen würde, wie cool das ist. Momenten wie hier mal deine echte Meinung durchkommen lässt und dich nicht nur bei der Woken-Bubble anbiedern möchtest für Subs und Donations und Bits und ja, Raids, oder bei Julian. Hättest du vielleicht auch keinen Strike kassiert. Das ist doch eine legitime Aussage. Der Boss steigert sich. Stark angefangen und stark weiterentwickelt. Chefmusik aus der obersten Etage. Ja, vorher so eine 1 von 10, jetzt eine 2 vielleicht. Gut, guter Track, Julian. Bitte mach weiter so. Es ist auch gut, wenn alte Leute Hobbys haben. Aber er ist wirklich ein Aus... Guck. Er lacht da wieder. In einer Welt, wo man ihn canceln will, wenn er der Meinung ist, dass es nur zwei Geschlechter... Ja, es gibt auf jeden Fall alte Leute, die Rappen als Hobby haben. Ne? Aber da denke ich jetzt nicht direkt an Julian Boss, ja? Gematic, danke für das T1, was geht ab? Ein Außenseiter in einer Welt, wo man ihn canceln will, wenn er der Meinung ist, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Der musste sogar mal 15.000 Euro Strafe dafür bezahlen. Ach nee, warte, das war mehr oder weniger ein Joke. Das haben, glaube ich, auch Leute so verstanden wie... Das haben auch Leute so verstanden wie, oh ja, es ist jetzt 8 Jahre her, ne, das muss jetzt nicht. Aber ja, es ist halt komisch, wenn er da so sitzt und sagt, man will mich canceln, weil ich sage, dass es nur zwei Geschlechter gibt, das ist mein Verbrechen. Und man denkt so, nee, du hast einen Lebenslauf, der voll ist mit krasseren Sachen. Das ist nicht so, als wärst du ein normaler Typ, der dann sagt, hey, zwei Geschlechter und dann gibt's Ärger, sondern... Du hast denn sowas halt gemacht? Das war nicht, weil er irgendwas über Biologie geredet hat, sondern weil er in einem Bahnstreik gesagt hat, angeblich mal so gut. Aber Julian ist natürlich gecancelt mit seinem Kanal mit über 1 Million Abonnenten, der nicht gelöscht ist auf den Videos. Das ist halt auch so lustig, ja, wenn Leute dann so, wie Leon Lovelock zum Beispiel, dann sagen, dass man in Deutschland nicht mehr seine Meinung sagen darf. Ne? Wo ist die Meinungsfreiheit? Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Ich darf ja gar nichts mehr sagen. Und das sagt er auf seinem deutschsprachigen YouTube-Kanal in einem monetarisierten Video in Deutschland aufgenommen, in Deutschland hochgeladen und in Deutschland unzensiert veröffentlicht und mit Werbung ausgestattet. Ja, Meinungsdiktatur, meine Freunde, ja. Man darf nichts mehr sagen, sonst wird man aber hier direkt ins Zuchthaus gepackt hier. Online waren wie Frauen schlagen Tutorial. Ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die sagen, dass es zwei Geschlechter gibt, aber die Tutorials, wie man Frauen schlägt, trotzdem nicht so cool finden. Es sollte natürlich wahnsinnig lustig sein, aber Julian stellt da halt einen Puppenkopf hin und gibt eine Anleitung, wie man die Faust zu halten hat und wie man am besten der Frau besonders dolle weht. Alter, was passiert hier denn? Ich glaube, das war die Heizung gerade. Kommt der Habeck mit der Wärmepumpe oder was? Meine Heizung hat gerade richtig lautes Geräusch gemacht. Okay, vielleicht sind die gerade im Keller und bauen Wärmepumpen ein oder so. Und deswegen ballert das jetzt hier so laute Geräusche durch. Oder ist es irgendwie eine Werbestrategie von denen? Weird. Tun kann. Und dann strikt er andere Leute, weil sie seinen Rap nicht mögen. Also ist quasi sowas ähnliches wie canceln, oder? Wenn man jemandem zu viele Strikes in den Kanal schickt, dann wird er ja gelöscht, dann wird er ja gecancelt, oder Julian? Ich muss entlüften, ja, ich habe aber diesen Schlüssel nicht, aber ich sollte mir einen besorgen. Ne? Der absolute Überking, ich habe Angst vor niemandem, ich schlage Frauen ins Gesicht, ich bin so cool, aber mein Urheberrecht, der hat gesagt, mein Rap ist nicht cool. Also im Grunde genau das, so mit Julian bekannt geworden ist, dass der an Moneyboy, Haftbefehl, Bushido und so weiter solche Videos... Ja, also wirklich, ja, das ist ja noch schlimmer als das Kuchen-TV-Video. Kuchen-TV hat Sachen rausgeholt, die 10 Jahre her sind. Impuls Sachen raus, die 14 Jahre her sind. Videos gerichtet hat. Ja, also das Volksverhetzung war 8, ne? Gesagt hat, dass du das gerappt hast. Julian, der damals auf dem Pausenhof, ja, hat in der 2. Klasse mal der Jacqueline sein Kaugummi in die Haare gerotzt, ja, vor der Frauenfeind, Alter. Das war peinlich. Ja, aber trotzdem, also er hat halt seine ganze Legacy deswegen. Also die 1 Million Abonnenten bei Julian sind ja unter anderem dadurch, dass er das halt die ganze Zeit gemacht hat. Ne? Und das dann anderen vorwerfen, ist halt daneben so. Man kann jetzt sagen, ich mache das selber heute nicht mehr, ich finde es selber auch nicht mehr cool, ne? Aber dann gleichzeitig irgendwie so anderen da Strikes reinzudrücken für das, was man früher selber gemacht hat, das ist schon, Geld irgendwie. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Ne? Jetzt habe ich hier Fusseln im Mund. Danke sehr an Denkfehler Danny Phantom für 5 Gift-Subs. Und nochmal für einen Sub selber, das ist jemand, der subbt erstmal für 5 andere Leute und dann für sich selber. Das ist ja wirklich der St. Martin des Twitch-Chats. Danke sehr. Ich das ja so schlecht, aber jetzt absolute Chefmusik aus der obersten Etage und bitte nicht sagen, dass das peinlich ist, weil das ist cool. Nachdem er mich gestrikt hat, stand übrigens in kommenden Videos in der Beschreibung, Hater kriegen Strikes. Ja, das hat er jetzt geupdatet. Ne? Ich glaube, das ist logischerweise hier noch nicht drin, weil es natürlich schon ein paar Tage alt ist, das Video hier vom Imp. Ja? Ja, und der Strike ist halt aus dem Oktober, ne? Denn jetzt steht hier drin, nicht mehr nur Hater kriegen Strikes, sondern in Klammern Hater kriegen Strikes, außer Ginger HS, los trau dich. Das ist natürlich eine Anspielung auf Jay Jiggy. Also, meint ihr, wenn ich mir die Haare orange färbe, dann darf ich? Der meint mich. Der seiner Community gesagt hat, er wird Julian Boss nicht mehr behandeln wegen diesem Hater kriegen Strikes Ding. Deswegen explizit hier...
nochmal von Julian Boss. Ja, ein bisschen nachbereitet, um natürlich hier dieses Battle weiter in die Länge zu ziehen. Da werden wir noch auf jeden Fall unseren Spaß mit haben, mit der ganzen Nummer. Wow, Julian Winkler gegen Mobbing. Die Hater haben schon wieder gesagt, mein Rap ist nicht gut. Was soll das? Guck. Danke sehr. Darker Dragon Soul für Tier 1. Wie krass ich wöchentlich gegen alle austeile und alle beleidige und bewerte, aber bitte macht es nicht bei mir, ich bin wirklich sehr empfindlich. Er ist so ein bisschen wie das komische Kind damals, was einen zum Zocken einlädt, aber dann alleine dort sitzt und Singleplayer-Spiele spielt. Weiß nicht, ob ich dem trauen würde. Ey, also mal ganz ehrlich, ja. JG hat, glaube ich, irgendwie 40 Videos oder so auf seinem Kanal, wo er auf Songs von Julian Boss reagiert. Also, wenn er... Es wird gerade aus dem Chat gesagt, Jiggy ist mittlerweile auch gestrikt, aber man weiß nicht von wem. Aber Jiggy weiß von wem, oder? Das steht doch da. Also bei mir stand, wegen eines Strikes von Julian Severing, das steht da. Das stand auch in meinem Screenshot in dem Video, glaube ich. Also ich, mir wird das mitgeteilt. Es kann sein, dass bei Jiggy vielleicht irgendwas steht, was er nicht kennt oder so, aber er müsste da eigentlich drüber unterrichtet werden, wer den Strike geschickt hat. Bock hätte, ja, könnte er die auch alle wegstriken. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube auch, dass Julian weiß, dass das ein absoluter L-Take von ihm wäre, wenn er Jiggy irgendwie striken würde. In einem aktiven Beef. Wäre ja wirklich also die letzte F-Punkt-Aktion. Ja, wie mit den einzelnen anderen Leuten wäre auch eine F-Punkt-Aktion, ne? Und eigentlich nur daneben. Bestimmt war das Marvin. Sitzen und ihn bewundern soll, wie toll Plot er das Twist. Macht. Vielleicht ist diese wöchentliche Rap-Serie auch einfach eine Bewertung. Woher kommen die ganzen Spinner auf einmal? Max, das kann ich dir sagen. Wenn man auf dem Thron sitzt, wird es immer wieder irgendwelche Neider und Hater geben, die versuchen, an diesem Thron zu nagen. Ja, die an deiner, an deinem Stuhlbein irgendwie versuchen zu rütteln, dich irgendwie mit so wie wenn Jiggy auf dem Thron sitzt und Julian Boss daherkommt, ne? Das meint er, glaube ich. Bewerfen mit haltlosen Hater-Videos, weil die das nicht mögen, dass du auf dem Thron sitzt und nicht sie. It's lonely at the top, meine Freunde. It's lonely. Ich weiß natürlich, wovon ich rede. Also, du musst verstehen. Marvin fährt diesen halb ironischen Julian Überboss-Film schon seit x Jahren als Running Gag mit seiner Community. Ich grüße meine Mutter und Alpha Kevin. Ich auch. Ich bin übrigens auch cool mit Alpha Kevin, ne? Alpha Kevin, mein Bro. Danke sehr, Big Lebowski. Grüße auch deiner Mutter. Vielleicht ist diese wöchentliche Rap-Serie auch einfach eine Bewerbung als der am wenigsten reale Rapper Deutschlands. Bushido wurde ja immer unterstellt, dass er da einen von Ghetto rappt, aber eigentlich... Wer ist denn realer als Julian Boss, der seine gesamten Videos auf der Street aufnimmt und dafür nicht in irgendeine Hood fährt, sondern in seine Hood? Das ist die Hood, die Julian Boss zum... Ja, bei keiner Treppe sitzt oder im Park steht. ...Boss gemacht hat. Die Hood, in der Julian Boss viel erlebt hat. Und dort ist er auf der Street, auf irgendwelchen Bänken, in der Hood, nachts unter irgendwelchen Laternen. Realer geht's doch nicht. Ich weiß... Realer geht's gar nicht als im Stadtpark. Ich weiß, was Impi erwartet von den Musikvideos, ja? Keine Ahnung. Nicht ziemlich kleinbürgerlich wohnt. Julian scheint das ja noch zu überbieten. Spätestens mit der Pubertät sollte doch eigentlich jedem auffallen, dass Julians Gehabe, wie er sich da als der unantastbare Überking geriert, der wirklich ein harter Kerl ist, irgendwie eine Fassade ist, mit der er was anderes überspielen möchte. Ich wünsche Julian... Da hat Gio übrigens gesagt, hey, ja, aber das weiß doch jeder. Julian jedenfalls weiter viel Erfolg bei seiner Rap-Karriere. Gibt es eigentlich einen Spendenlink wegen Flair seiner Telefonrechnung? Nee, aber ich habe auch überlegt, wo der hier seine Casino-Placements wieder gemacht hat, da 20 Mal meinen Namen gestöhnt hat, ob ich dem mal meinen Prime-Sub schenke diesen Monat. Das ist ja, ich habe ja dann doch irgendwo ein bisschen Empathie, ja, ein bisschen auch eine philanthropische Ader. Zumindest mal einen Prime-Sub beim Flissmeister lassen. Junge, ja. Habe ich aber dann doch nicht gemacht. Ehre, zum Kollegen hat es jetzt auch nach 12 Jahren immer noch nicht gereicht, aber eines Tages, ich glaube an dich. Du kannst 1000 Julians an Land legen, die werden nicht zu Kollegen. Die werden sich nicht verwandeln, so. Aber hä, kennt er das nicht? Das war doch ein Bomben-Joke. Das war übelst der lustige Witz. Hä? Für Kinder, die Alben von Männern in Schwammkost. Was, wieso hat der da denn nicht drüber gelacht? Habt ihr den verstanden? Bestimmt, oder? Hier. Vielleicht hätte ich das noch einblenden müssen. Ich dachte, das kennt man einfach. War das hier in dem ersten Teil oder ist das hier, das hier, ne? Du kannst 1 Million... Hier. Fische ans Land... Du kannst 1 Million Fische ans Land, aus dem Wasser ans Land legen. Die werden sich nicht verwandeln, so. Die werden einfach nur sterben. Das ist Kollegas Hot Take zur Evolutionstheorie. Ich dachte, das ist ein Bomben-Joke, wenn man einfach sagt, es werden nicht 1000 Julians, da wird keiner von zu Kollegen. Ich dachte, das ist ein Witz. Na gut. Kostümen kaufen, ist es wahrscheinlich wahnsinnig krass, was der dicke Mann da abliefert. Ich weiß noch, wie oft KuchenTV erwähnt hat, dass Julians Blog damals für ihn eine Art Vorbild war. Inzwischen hat KuchenTV Julian einfach in allen Belangen überholt, also sogar im Rappen. Boah. Also jetzt muss man aber... Boah, nee. Aber ja doch. Also selbst wenn, also Kuchen ist jetzt nicht der geilste Rapper des Landes, ne, aber ich muss sagen, diese Diss-Tracks gegen Shoyoka und so,
Ist schon, also besser als die Musik von Julians Blog ist das schon. Ich würde sagen, dieser Strike ist zu 200% gerechtfertigt. Ja? Was ist denn hier los? Ja? Also einen schlimmeren L-Take habe ich noch nie gehört. Das ist, also das sind 11 Minuten 40 an L-Takes hier. Mann, ja. Also das kann doch nicht ernst meinen. Du lenkst stets vom Thema ab. Doch die Maskerade fällt, da keine Lüge dieser Welt gegen die Faktenlage hält. Und du lenkst stets vom Thema ab. Doch die Maskerade fällt, da keine Lüge dieser Welt gegen die Faktenlage hält. Und ja, ist besser als das, was Julian macht. Sorry, aber... Eben, Alter, ja. Zieh bitte das Biggie-Shirt aus, wenn du wirklich findest, dass KuchenTV ein besserer Rapper ist als Juicy Boss. Das ist natürlich, man muss natürlich jetzt auch Imp ein bisschen in Schutz nehmen, ja. Er ist natürlich jetzt emotional sehr getriggert wegen dem Strike. Ein Strike ist kacke, ja. Finde ich auch kacke, wenn man Leute strikt. Ja, finde ich auch. Ja. Außer es sind halt wirklich absolute Hate-Videos, wo dann vielleicht auch private Dinge mit drin sind oder wo einfach Falschaussagen mit drin sind, dreiste Lügen drin sind, wie zum Beispiel hier bei diesem Eisberg-Video, dass Juicy irgendwelche minderjährigen Mädels gegroomt hat oder sowas. Das kann ja auch wirklich richtig, das kann... Kannst du richtig Ärger bekommen wegen solchen Videos, ja? Du Wannabe-Pate, genau, ja. Stimmt. Aber ich finde jetzt Impact noch nicht striken müssen. Das hätte es auch vielleicht gereicht, ja, wenn er einfach mal nur gesagt hätte, ja, ich lasse dein Video sperren. So, also Copyright-Claim kannst du ja auch machen. Du kannst auch ein Video offline nehmen, ohne dass der... Man kann auch machen, dass man das Geld dafür kriegt, ne? Man kann sagen, man will die Werbeeinnahmen haben. Uploader einen Strike kassiert. Und ich mache das immer so, dass ich Leute vorwarne, als Kommentar, wenn ich irgendwas sehe, dass irgendwer einfach was von mir hochgeladen hat. Twitch-Ausschnitt oder sowas. Ich rede jetzt nicht von Reactions. Dass ich drunter schreibe, bitte offline nehmen und in Zukunft davon absehen, Content von mir hochzuladen, würde das ungern striken. Oder würde das ungern mit den von YouTube vorhanden gegebenen Methoden offline nehmen lassen? Was ist IA dann mit der von ABK? Moneyboy hat ja damals auch eine Rap... Wahnsinn, ja. Was ein Fiebertraum. ...Analyse von Julian abbekommen, wo Julian gesagt hat, Moneyboy sei wirklich der schlechteste Rapper, den es überhaupt gibt. Inzwischen kann er auch besser rappen als Julian. Aber gut. Ja, guck, da muss er jetzt aber zustimmen, oder? Moneyboy mittlerweile super stabil, muss ich auch sagen. Der schafft diesen Ami-Film mittlerweile besser zu transportieren als Flair. Real Rap. Moneyboy, letztes Album war brutal gut. Und er hat einige Singles rausgehauen, die echt dope waren in letzter Zeit, ja. Moneyboy hat angefangen als Parodie, als Persiflage auf einen Rapper und ist mittlerweile echt verdammt dope, Alter. Rap Up 2024, einfach mal anhören. Genau. Stellvertretend für alles, was ich gerade gesagt habe, ist Rap Up 2024. Rap Up 2024 ist ein absoluter Banger. Gut, Moneyboy und Buchen haben sich halt weiterentwickelt, während Julian Oder auch Back to School. Auch ein neuer Smash-Hit von Moneyboy, überkrass. Fuchst und Kollega gespielt hat, peinlich. Imp ist der Beste. Imp. Meinte, kennt er den? Gio kannte den nicht, ne? Gio hat früher so Beatbox-Videos gemacht und er kennt den nicht. Der wusste nicht, wer das ist. Den muss man kennen, oder? Das beste Imp ist der Beste, was ich bisher bekommen habe, oder? Beste. Yo, alright. Naja. Also ich sag mal so. Kaufland. Wir wollen ja auch den Boss hier nicht disrespecten. Aber hallo? Interessante Nummer hier zwischen Imp und Julian. Ich bin gespannt, wann der Boss sich dann auch die... Dann wird deins auch nicht geliked. Pff, ne? Hast du jetzt davon? YouTube ja mal vornimmt hier. Zu Recht, wenn dem so geschieht. America, fuck yeah. Come to save the motherfucking day, yeah. Terror is your game is new. Geil. Ja, hat trotzdem Spaß gemacht, ne? Also ich finde nach wie vor, striken ist ein Bitch-Move. Das sollte man einfach nicht machen, aber sonst... Man kann das ja auch so sehen, der kann ja auch finden, dass Julian gut rappt. Sich halt nicht so, ne? Ich höre halt lieber andere Sachen, aber wenn Marvin das übel geil findet. Ich glaube auch, Marvin hat ja gesagt, wenn er Rockmusik hört, der hört, glaube ich, auch gerne Limp Bizkit. Aber jetzt nichts gegen Limp Bizkit, aber Fred Durst, Julians Blog, zumindest optisch kann ich da so gewisse Parallelen sehen. Aber wir haben einfach einen anderen Musikgeschmack, ne? Also wenn ich dann Rockmusik höre, ich finde dann so Misfits besser oder System of a Down oder sowas, ne? Und Marvin hört dann halt Limp Bizkit und Linkin Park. Die Geschmäcker sind verschieden. Ja. Ich höre halt MF Doom und er hört Julian Boss. Kann man machen. Oder wenn es Deutschrap ist, ja, dann mag ich vielleicht lieber so einen Retro-Gott, der ein bisschen intelligentere Lines bringt. Und ja, ich weiß nicht, er hört halt Julian Boss. Oder diese, weiß nicht, anderen Deutschrapper. Ja, macht doch, was ihr wollt. Wenn ihr Musik hören wollt, dann hört Musik. Mir doch egal. Könnt ihr gerne hören, was ihr wollt, aber ich finde halt manche Musik scheiße. Unter anderem tschüss.